Herzlich willkommen zu diesem Video zu Bilder im Geschichtsunterricht und hier geht es heute um Bildtypen und da insbesondere um das Thema Stadtbild. Als erstes Thema haben wir hier eine Karikatur, eine historische Karikatur aus dem Jahre 1530. Jetzt haben wir ein Beispiel für ein Stadtbild. Wir sehen hier Venedig und den Palast des Dogen, den Dogenpalast, dann dahinter ist die Markuskirche und hier eine Prunkgalerie des Dogen, das heißt des gewählten Herrschers von Venedig im 18. Jahrhundert. Damals war ja Venedig noch eine selbstständige Republik, also ein weitgehend unabhängiger Staat. Und was hier dargestellt werden soll, ist sicherlich einmal der Prunk und der Reichtum Venedigs, der hier ganz klar dargestellt werden soll, wenn wir hier zum Auftraggeber und Künstler gehen. Das heißt, der Künstler hat hier den Reichtum Venedigs dann sicherlich ganz eindrucksvoll dargestellt, hier mit einer Prunkgalerie, also einem sehr aufwendig und sehr prachtvoll gestalteten Schiff, das den Dogen dann von einem Ort zum anderen gebracht hat. Und wenn man in der damaligen Zeit gelebt hätte, dann hätte man vielleicht manche Persönlichkeiten hier darstellen können. In der heutigen Zeit ohne Hintergrundwissen ist natürlich dann dementsprechend dann eher schwierig. Man erkennt dann diese einzelnen historischen Gebäude vom Campanile angefangen und dergleichen mehr, aber man tut sich dann eher schwer, dann einzelnen Personen dann festzumachen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.